Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute zu dem allerersten Dschungelcamp-Video 2023 und zwar natürlich zu der ersten Folge. Logischerweise, ich habe das Ganze mir gestern schon teilweise angeschaut, noch nicht komplett, und wer dachte, dass es irgendwie ruhig losgehen würde, den kann ich zum Glück enttäuschen, denn es geht auch schon in der ersten Folge wirklich richtig krass ab. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, das ist wirklich sehr unterhaltsam. Wichtig noch, Freunde, ich probiere heute mal ein bisschen einen anderen Videostil aus. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann weiterhin so mache, aber wir haben natürlich hier sehr lange Folgen und es gibt halt auch vieles, was nicht so wichtig ist für uns, und ich darf auch nicht so viel davon zeigen, deswegen müssen wir da ein bisschen, ja, uns zurückhalten, sage ich mal. Alles Wichtige erfahrt ihr natürlich und dann gucken wir einfach mal generell, ne, das kommt ja auch jeden Tag, also muss ich mal gucken, wie ich das mit den Videos genau mache, ob ich wirklich zu jedem Tag ein Video mache, wäre vielleicht ein bisschen too much, da wir ja auch viele andere Formate haben, also muss ich mal gucken, aber jetzt gucken wir uns einfach mal Folge 1 an. Viel Spaß mit dem Video und die ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Let's go! Nein, doch nicht, Mann, Moria. DJ, let's go! Wo steht mein Name? Ah, da steht mein Name. You now have 5 minutes to change into your jungle uniforms. Ladies to the left! Gentlemen to the right, let's go! Auf jeden Fall sollten die hier erstmal ihr Dschungel-Outfit anziehen. Ich weiß nicht, warum Chichi seinen Platz da nicht gefunden hat, obwohl nur noch ein freier Platz da war. Aber das war auch nicht das einzig Lustige. Ich habe mich ausgezogen und habe gesehen, dass eine Kamera drauf gehalten hat. Seid ihr ein bisschen drüber, oder? Ja, come on. Ich merke halt jetzt schon so dieses sei doch einfach mal echt, ne? Das ist hier eine Frauenumkleide. Und da, ich will nicht, aber eigentlich will sie, also, ja. Das macht man nicht. Später könnte man wahrscheinlich sagen, die Spannungen im Camp haben da schon angefangen. Gut, dass es jetzt im Fernsehen Kameras gibt, das war mir aber auch neu. Was mich aber auch viel mehr gewundert hätte, wäre, wenn Cecilia damit ein Problem gehabt hätte, denn die habe ich jetzt irgendwo auf so einem Magazin entdeckt. Ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß. Cosima. What is this? This is not mine. For match. Apple. Oh. Contraband. Banana here. Sorry for. Throw there. Okay. Step on. Step. Ich finde es echt auch sehr gerecht, dass man ihn jetzt extra noch checkt. Aber nur Finger im Popo, ja? Ich frage mich wirklich, was Cosimo dachte, was die da gleich mit ihm machen. Kann ich mir auch irgendwie richtig gut vorstellen, dass Cosimo einfach mit so einem Rucksack, mit so einem Lebensmittelvorrat irgendwie für so einen Monat oder so dahin gekommen ist. So viel zur Kontrolle. Ich glaube, damit sind wir eigentlich mit den eher langweiligen Teilen durch. Und ich glaube, wir gehen tatsächlich schon rüber ins Camp. Ey, wir sind echt im Dschungel. Wie soll man sich hier zurechtfinden? Find mich nicht mal bei Ikea zurecht. Ich bin Camping gewöhnt und deswegen... Ich glaube, das wird so ähnlich. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Oh mein Gott. Oh, wow. That's so famous. Das gibt es doch gar nicht. Oder wie das aussieht in echt. Oh mein Gott. Ey, das gibt es doch honestly nicht. Kneift mich jemand. Das ist wie meine, so sieht das wie meine Fototapete. Den Spruch mit der Fototapete hätte ich zwar eher von Cosimo erwartet, aber einer Person hat es scheinbar ganz besonders gefallen dort. Ist das schön. Dir zu dienen. Mutter Erde, helf mir, der bestmögliche Kanal zu sein. Das war auch direkt, als ich angekommen bin, so, dass ich echt eine tiefe Verbindung gespürt habe. Die ist voll in eigene Welt. Ja, zum Glück kann ich mich noch ziemlich gut an meinen Dschungelcamp 2023 Vorstellungsvideo erinnern, also wo es darum ging, wer da alles mitmacht. Und da habe ich ja die Beschreibungen von dem Bildartikel vorgelesen und jetzt kann ich mich auch irgendwie wieder dran erinnern. Ich blende euch nochmal das aus dem Vorstellungsvideo ein. Jana Palaske nervte schon im Sommerhaus der Stars andere Teilnehmer mit ihrer Spiritualität. Ich glaube, der Artikel, der hat es irgendwie echt gut eingeschätzt. Also bis jetzt hat es noch niemanden gestört, so ein, zwei
komische Blicke gab es zwar, aber ich glaube, das wird sich auch noch ändern. Also früher oder später wird sich ja bestimmt jemand genervt fühlen davon. Mach mal deine Zauberei so. Mach mal Avada Kedavra. Mach mal ein bisschen Magic. Mach mal Magic. There we go! Also ich habe mir sagen lassen, das war auf jeden Fall schon ungefähr so schwierig wie alle Dschungel-Challenges zusammen. Immerhin war das Feuer dann mal an und eine Person, die war besonders geschafft, denn dann sind nämlich die anderen dazu gekommen, also die bis jetzt noch gefehlt haben. Und eine Person davon, die ist jetzt schon am Ende. Nee, wo ist der Eingang? Alles okay bei dir? Wir sind 2,5 Stunden einen Steinberg ab. 100 Meter über ein Tal auf einem Mini-Seil, was so dick ist wie ein Finger. Und mussten noch die Sterne einsammeln auf dem Seil. Ist nicht dein gelernt. Ich war die Letzte. Dann ging es 100 Meter in die Tiefe runter. Oh, ich bin total am Ende. Nach der ganzen Wanderung da durch diesen Dschungel. Ja, das ist tatsächlich schon ihr Ernst. Also am Anfang gab es halt so eine Challenge für die. Da waren die auf so einem Seil und mussten dann die Sterne einsammeln. Also jeder einen Stern. Ja, das war scheinbar auf jeden Fall sehr kräfteraubend. Immerhin hat sie es überlebt. Und ich glaube, die nächsten Challenges, die werden auf jeden Fall sehr angenehm für sie, habe ich so ein Gefühl. Wie zu erwarten, kommt man dann auch irgendwann mal zu der Bettenverteilung. Also Bettenverteilung und ja, irgendwie kann man natürlich schon erwarten, wie das Ganze denn ablaufen könnte. Wahrscheinlich könnte man es auch irgendwie ganz entspannt und ruhig machen, aber wir sind ja hier nicht irgendwo, sondern wir sind ja hier im Dschungelcamp. Ich weiß nicht, wie ich da drauf schlafe. Das Ding bewegt sich ja jede Bewegung. Ich bräuchte wirklich ein Bett, weil ich bräuchte das für meine Schlafstörung. Ja, aber wäre es nicht besser, wenn man immer wieder mal austauscht so? Ja, finde ich auch ganz cool. Also ich würde mich freuen, wenn ich da eins von da oben kriegen könnte. Ich würde auch gerne nach da oben. Und ich bin ja, ich bin die älteste Frau. Aber ich kann euch auf jeden Fall beruhigen, Freunde, denn da wird es gleich noch krasser abgehen. Also wer dachte, der Bettenkrieg wäre hier schon zu Ende, da hat es eigentlich erst richtig angefangen. Ich wäre super gerne mit dir da oben. Ah, Papis hat hier auch schon reserviert. Ja, aber der, das geht Papis nicht. Papis hat schon reserviert. Und Jana hat hier reserviert. Erst macht sie so eine Form-Lady und dann will sie aber hier ein schönes Bettchen haben. Wenn die hier anfängt mit Home und ey, dann die singt dann definitiv. Dann soll sie sich aufs Klo setzen und da Home machen. Egal, ich schlafe irgendwo am Boden, nimm das hier. Ich nehme das hier und schlafe irgendwo auf dem Boden. Ja, wir haben hier halt Regeln bekommen, die sollten wir eigentlich wissen, bevor wir hier halt anfangen, so, es sind halt einige, es gibt hier Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Aber deshalb sind wir uns jetzt durch die 10 Seiten, das können wir doch gleich machen. Lass doch noch mal erstmal, wer irgendwo wo liegt dann. Dann habe ich halt gedacht, komm, dann legst du die einfach weg oder fängst du da wieder an, so wenn die da fertig sind mit ihren Betten, ne? Macht ja keinen Sinn. Kann ich halt auch nicht bestimmen, wenn immer ihr sagt, na, lass uns das später machen. So. Und jetzt kommt auch noch eine Person dazu, die bis dahin eher noch ruhig gewesen ist, und zwar Julina. Die mischt sich jetzt auch noch ein. Keine Ahnung. Ja, aber Tessa, ganz kurz. Ich verstehe, dass du weitermachen möchtest, aber es geht gerade nicht nur um dich. Entschuldigung. Das habe ich doch gerade gar nicht gesagt. Doch, aber du hast dein Bett. Für dich ist eh gerade safe. Für ganz viele andere ist hier noch unklar. Du unterstellst mir es gerade. Nee, aber warum bist du denn auf einmal so aggressiv? Redest du mich an? Ich wollte nur gesagt, ich lege jetzt die Karte wieder dahin und ich mache das jetzt nicht mehr mit euch. Ich wollte euch nichts tun oder dich an. Oder nein, Tessa, du nimmst die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, warum du okay, jetzt so. Willst nein, du es wissen? Ich dann wollte lass mich einfach antworten. Nur helfen. Ja, dann sprich mit mir im normalen Ton, weil dieser willst Ton mich ist sehr aggressiv. Du erhebst deine nein. Stimme gegen mich. Ich muss mit dir so gar nicht reden. Du redest total aggressiv. Ich habe nur gesagt, ich lege das jetzt weg dorthin. Ich wollte hier nur mithelfen. Weißt du was? Du hast recht. Ich meine Ruhe. Okay. Jetzt wäre vielleicht der Zeitpunkt, um wieder ein bisschen runterzukommen und dass vielleicht ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich schlafe auf diesem Bett. Darum heißt geht es nicht, das hat nicht, hier niemand dass ich dich nicht sehe und dass du auch ein Bett möchtest. Sag mal, gar nicht. Wieso implizierst du, dass ich nicht sehe, dass andere Leute gerne auch ein Bett haben wollen? Nimm das Bett. Von mir aus schlafe ich im Busch. Ist mega. Aber warum senkelst du mich so an? Ich wusste, dass sie Krawall macht, aber dass sie gleich so loslegt. Ich glaube, die sind einfach nicht weit genug gelaufen, weil sonst hätte die gar nicht die Energie, so zu sein. Wenn man hier 3 Stunden durch den Wald läuft, dann ist irgendwann auch alles gut, oder? Also ich muss sagen, ich fand es echt krass, wie das plötzlich irgendwie voll eskaliert es da drinnen. Also auch das war es noch nicht. Ne? Wer das jetzt dachte, das geht gleich noch weiter und das wird auch so schnell kein Ende finden. Aber das ist irgendwie einfach voll heftig, wie schnell das da drin so
eskaliert es. Da immer Drama, Drama. Ich mag Drama gar nicht. Immer so Aufmerksamkeit durch Drama zu bekommen, so weißt du. Hat er recht, ja. Ja, stimmt. Hat er recht. Fühlst dich angesprochen, oder was? Ja. Du hast ja auch Geschichten erfunden, was meinen Fuß anbelangt. So, zum Beispiel, ich habe mir meinen Fuß selber gebrochen und so. Weißt du, was ich meine? Jetzt geht's weiter mit einem Beef von Tessa und Cosimo. Ich muss sagen, ich kenne diese Vorstory davon leider nicht. Also die könnt ihr mir gerne mal kommentieren, was da passiert ist. Aber auch da gibt es scheinbar schon eine Vorgeschichte, warum auch Tessa jetzt so, ja gut, okay, auch Cosimo dabei, sehr emotional reagieren. Drei Leute waren da, die das gesehen haben, dass du noch normal rumgelaufen bist. Mit gebrochenem Fuß geht man direkt ins Krankenhaus. Ich war im Krankenhaus? Nachhinein, nach zwei Tagen. Das stimmt doch gar nicht. Cosimo, das stimmt doch gar nicht. Du hast Promi-Flash verlinkt. Das stimmt doch. Irgendwelche so Seiten. Wieso lügst du denn jetzt so? Ich hab Screenshots noch. Woher weißt du jetzt, was mir widerfahren ist? Ich finde das gerade hart übergriffig von dir. Ich hasse das, wenn man einfach lügt. Ich mag das nicht. Ich bin kein Lügner. Warum soll ich irgendwas erzählen? Ich finde es so furchtbar, wenn man lügt und mir unterstellt vor laufenden Kameras irgendwas. Es gibt auch Videomaterial. Sie ist noch an dem Tag nicht direkt ins Krankenhaus, sondern ist da noch rumgelaufen. Du hast Story gemacht und hast gesagt, Cosimo hat meinen Fuß gebrochen. Und dann haben Leute auf mich auf einmal geschrieben, was bin ich für ein schlechter Mensch. Sie hat nicht gesagt, es war vom Fußballspiel. Nee, manchmal muss man auch ein bisschen Karma irgendwie was zurückkriegen, ganz ehrlich. Wenn man so dreist lügt und lügt und lügt, kommt irgendwann die Quittung so. Weißt du, wie viele Leute mich angelabert haben, dass ich ein fieser, böser Mensch wäre? Das stimmt doch gar nicht und das hat dir keiner unterstellt. Das haben mir aber Leute geschrieben wegen dieser Aktion, weil du in der Presse gegangen bist. Ich wollte dir nur sagen, und das wollte ich dir hier am Lagerfeuer sagen, dass ich mir einfach nur gewünscht hätte, dass du dich entschuldigst. Warum kommst du mit so einem Thema im Dschungelcamp? Wir haben es doch geklärt, es tut mir leid. Ja, hier sind Kameras, es tut mir leid, du brauchst sowas. Das hast du doch gesagt, nein, brauchst du nicht. Du hast dich entschuldigt, du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Ach so, ich dachte, ich hätte mich nicht entschuldigt. Du verstehst meinen Punkt, ich habe doch gar nicht gesagt, ich habe dir nur gesagt, was ich mir von dir gewünscht hätte. Wenn du das willst, dass du nachträglich mir schreibst und das vielleicht beim nächsten Mal, darum geht es mir doch gar nicht. Warum soll ich dir noch mal schreiben, wenn du mich beleidigt hast im Internet? Verstehst du, was ich meine? Du hast mich dargestellt, als wäre ich voll der Killer gewesen. Ich wollte ihm nur, ich habe deinen Namen nirgendwo genannt. Ich stand wie ein Idiot da. Das haben wir doch privat gemacht. Nee, weil du Lügen angefangen hast, weil du behauptest, ich habe mir den Fuß selber. Du hast gesagt, ich hätte gar nichts gehabt. Hör doch mal auf zu schreien jetzt. Ja. Wir unterhalten uns gerade noch. Hi. Schreit euch doch nicht so an, das ist so furchtbar auch für mich. Also wir hatten mal fest, wir hatten erst das Problem mit den Betten gehabt, dann sind wir weitergekommen zu dem Problem zwischen Tessa und Cosimo und jetzt geht's weiter mit einem noch ganz anderen Problem. Mein Fuß klopft, wenn ich den hochlege, den Fuß, da kann ich mich ja nicht dabei hinsetzen, so behindert. Ich habe ja keinen Stuhl da oben. Das Wort behindert sollte man so übrigens nicht benutzen. Och, ey. Bin ich die Nächste, die jetzt dran ist? Ich bin behindert, weil ich einen kaputten Fuß habe. So wie du mir die ganze Zeit erzählst, dass du nicht behindert. Also behindert ist was anderes. Sorry. Nee, ich bin behindert, weil ich nicht richtig laufen kann. Nee, bitte. Behindert, hier rüber zu laufen. Da musst du nicht immer gleich an. Hätte ich geistesgestörte bald schon gesagt. Aber kriegst du dafür einen Behindertenausweis? Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du mich fragst, ob ich einen Behindertenausweis kriege. Es sollte keine Kritik an dir sein. Nee, stimmt. Kriegst du jetzt einen Behindertenausweis für deinen Fuß? Nein, aber wir sind ja immer noch. Lass mir von Cosima da nochmal draufkloppen, dann kriege ich einen Behindertenausweis. Ey, das ist schon wieder so geil, ne? Dass man sich wirklich fragt, wollen die sich eigentlich falsch verstehen oder checken die das einfach wirklich nicht? Das frage ich mich ja generell immer wieder. Ja, lieber nicht. Nee, mit dem Behindertenausweis werde ich mir merken, aber ich werde einen beantragen. Aber ich bin selber schwer behindert und deswegen finde ich das immer kritisch, wenn dieser Begriff so laissez-faire benutzt. Ein Freund von mir ist schwer behindert. Ich auch. Aber der hat mich noch nie beleidigt oder aber in welcher Hinsicht bist du denn jetzt auch schwerbehindert, dass ich das wissen kann? Ach so, ich bin zu 60% schwerbehindert, weil ich eine bipolare Erkrankung habe. Ach du Scheiße. Tessa, soll ich dir was sagen? Dir geht's vielleicht wirklich nicht gut und du hast auch einige Sachen. Aber Behinderung, ich arbeite mit behinderten Menschen zusammen, schon seit 3 Jahren. Und die könnten gar nicht erst hier sein. Also schätze so, das, was du hast. Also nur so, visuelle Behinderungen? Nein, ich sage sind nicht. Nein, oder ich was? Sage nicht, wow. Dass du und nicht denkst, behindert du bist. Behindert hör mir doch zu, und das ist genau dein Problem, weil du nicht zuhörst, Tessa. Du
schreist mich so nicht an. Nein, weil du mich die ganze Zeit auf den Sack. Den ganzen Tag. Was ist denn mit dir? Nee, du regst dich doch gerade selber auf. Du bist für deine Aufregung verantwortlich, Schwester. Genau, ja? Das ist mein Problem. Tessa, nein. Du hörst nicht zu. Nee, du dramatisierst alles. Ich habe das. Was hast du nicht? Was hast du nicht? Ey, was sag geht mir, da ab? Sag mir, jedes Mal die ganze Zeit. Was geht dich das überhaupt an? Ne? Ja, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Die ganzen letzten 4 Stunden, seitdem wir uns quasi kennen. Also damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich hätte schon damit gerechnet, dass das ein bisschen ruhiger hier losgeht. Ich glaube, das kann wirklich eine sehr anstrengende Staffel werden. Also mal Real Talk, mein Eindruck bis jetzt ist auf jeden Fall, dass es, also gab es schon mal so schnell so krasse Probleme bei den Leuten. Eigentlich geht man ja immer davon aus, dass die Leute sich am Anfang noch so halbwegs verstehen und dann irgendwann später halt so die ersten Beefs kommen, aber in der Form, das war mir jetzt irgendwie neu. Ich habe nicht gedacht, dass es am ersten Tag schon so abgeht hier. Es fühlt sich so an, dass alle gegen mich sind. Und ich will niemandem etwas Böses, wollte ich noch nie. Wo es natürlich auch häufig zu Problemen kommen könnte, wäre beim Essen. Wie es da aussieht, das schauen wir uns als nächstes an. Wir haben Salat, Leute. Burger, glaube ich, Burger. Echt? Aber Burger. Das wäre ja krass. Verarscht doch nicht. Das ist Fleisch, Leute, das ist irgendwas Geiles. So eingepackt. Irgendwas Geiles, ein Leichenteil. Ja. Eingepackt. Was ist das? Nein, geil. Um Gottes Willen. 12 Karotten, 2 Kohlrabi, ein Bund Regenbogenmangold, Seetang und ein ganzes Opossum. Ja, irgendwie klingt das fast so wie das, was ich heute gegessen habe, aber auch nur fast. Das sieht aus wie so ein Fuß. Ja, lass das beerdigen. Ey. Das geht nicht das Essen durch. Tiere sind Freunde. Ich hätte das jetzt auch nicht unbedingt essen wollen, also... Ja gut, dort muss man es, weil man halt nichts anderes hat. Aber das würde ich jetzt zu Hause nicht unbedingt essen wollen. Sagen wir es mal so. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Morgen. Eventuell auch die nächste Gelegenheit, um direkt weiter zu diskutieren. Wen es dieses Mal getroffen hat, wer sich Tessa als nächstes zur Feindin macht, das sehen wir jetzt. Und dann geht es übrigens weiter zur Prüfung, also zur ersten Dschungelprüfung. Die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. In 10 Minuten gehen wir los zur Prüfung. Alle zusammen. Nee. Echt? Mit leerem Magen. Jui. Also wenn dein Hähnchen jetzt hier vorbeiläuft. Am Tag werden 2 Millionen Hähnchen in Deutschland getötet. Wir brauchen heutzutage keine Tiere mehr töten, um satt zu werden. Keine Tiere ausbeuten, um leckeres Essen zu haben. Das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Wir leben in einer anderen Zeit. Boah, anstrengende Fläche, anstrengend. Ja, es hat halt leider so ein schlechtes Label, Vegansein. Aber eigentlich ist Vegansein ja eigentlich nur die Liebe zu fühlenden Individuen. Zum Beispiel VeganerInnen haben viel weniger hohen Risiko für Herzerkrankungen. Wir haben doch die Kraft, irgendwie über die Tiere aufzupassen. Warum morden wir sie? Warum sind wir so brutal zu ihnen? Warum quälen wir sie? Wenn eine Kuh, die weint, ein Kuhbaby fängt Schneeflocken mit der Zunge. Ja, ja. Es sind die Freunde von uns, verstehst du? Warum sollen wir Freunde töten oder jemanden bezahlen, die zu töten? Ja, guck mal, eine Sache, wo wir uns einig sind. Wir sind doch stärker. Guck mal, die Stärkeren tun die Schwächeren tun die. Verstehst du? Ist natürlich irgendwie auch nicht ganz unberechtigt, aber irgendwie war das jetzt so die Diskussion, wo ich mir dachte, boah, das muss echt nicht sein. Also wir hatten in diesem Video eigentlich wirklich nur Drama gehabt bis jetzt und ja, irgendwie die Diskussion, weiß ich nicht, ob wir die jetzt so krass ausführen wollen. Hier glaube ich eher nicht. Cosimo hat ja aber mehr oder weniger zugestimmt. Vielleicht eine Möglichkeit, dass die beiden ihr Problem begraben. War übrigens ein geiler Tipp von Tessa bei diesem Fleisch da. Habt ihr ja gesehen, als sie einfach meinte, wir begraben das einfach. Ja, so und nicht anders. Ist eine sehr gute Idee, wenn man das mit dem einzigen Essen, was man erstmal hat, macht. Deswegen skippen wir das Ganze auch, denn die hatten da nämlich auch die Nachricht bekommen, dass es aufgeht zur ersten Dschungelprüfung. Und die habe ich auch noch nicht angeschaut, deswegen machen wir das Ganze jetzt wie gewohnt zusammen. Ich bin selbst gespannt, was da dran kommt und ich hoffe, es wird eine vielleicht nicht ganz so eklige Prüfung, also so, dass ich mir die ruhigen Gewissens auf jeden Fall anschauen kann. Dass der Jan auch als bisschen kleiner Neuankömmling, ja, diesen Wettbewerb feierlich eröffnet. Herzlich willkommen hier beim Dschungelbarbecue.
Boah. Ey, wenn ich das schon sehe, ne? Teilweise, sage ich euch ehrlich, habe ich auch immer so ein bisschen Angst, dass YouTube irgendwie solche Bilder einfach irgendwie komplett falsch interpretiert und sich so denkt, das Video, das sperren wir lieber mal. Euch werden nacheinander von Tisch 1 zu Tisch 2 und so weiter rundherum jeweils zwei Speisen offeriert. Beziehungsweise wir fangen an mit Tisch 1. Es gibt zwei Speisen und ihr müsst euch dann entscheiden, welche Speise ihr verspeisen möchtet. Das abgelehnte Essen geht dann weiter zu Tisch 2. Heißt aber nicht, dass ihr dann dieses Essen essen müsst, ja, diese Speise. Ihr kriegt dann noch eine zweite dazu und könnt wieder entscheiden. Und so machen wir das. Boah, das ist ja richtig großzügig gemacht. Drei rum bis zu Tisch 6. Jetzt habt ihr vielleicht mitgerechnet, bei Tisch 6 sieht es so aus, da ist dann halt eben Ende der Nahrungskette, denn ihr könnt nicht mehr entscheiden. Da kommt kein zweites Gericht rein bei euch. Und ihr habt jeweils 60 Sekunden Zeit, die Speise zu verspeisen. Für jedes verspeiste Essen von jedem gibt es einen Stern. Da ihr 12 seid, gibt es 12 Sterne. Hier ist der Mann, der hier heimisch ist. Unser Arzt, dem die Promis vertrauen, hier ist Dr. Bob! Gut, Dr. Bob natürlich auch wieder dabei. Dann gucken wir mal, wie das mit dem Essen ausgeht. Bin ich echt gespannt. Im Angebot haben wir pflanzliches und tierisches Eiweiß. Also ich würde das pflanzliche nehmen. Erstens, versucht das Essen nicht im Ganzen zu schlucken. Ich will euch nicht meinen Finger in den Hals stecken müssen, um es wieder rauszuholen. Bitte versucht, euch nicht zu übergeben, denn dann verliert ihr euren Stern. Ey, das mit den Englisch-Skills bei den Leuten ist wirklich immer zu geil. Hätte auch von Calvin kommen können, genauso 1:1. Richtig, Gigi. You're losing when you're kotzing. Oh mein Gott! Boah, das ist einfach ein Krokodil oder so. Ja, das ist ein Krokodil, ne? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ich sag euch ehrlich, ich bin so froh, dass ich da nicht dabei bin. Oh! Nee. Damit ihr nochmal hört, ihr beiden, Claudia, Papis, was ihr da vor euch habt, vor Claudia steht, das mögt ihr anscheinend nicht so sehr offensichtlich. Nee. Grillpeitschen. Was? Ach so. Das ist ein Schweine. Erstmal so Erleichterung und dann plötzlich doch wieder volles Entsetzen. Also ich würde lieber das andere nehmen. Und bei Papis steht ein Augenschmaus. Ich nehme den Augenschmaus. Also diese Augen des Krokodils. So, komm rein jetzt mit dem Auge hier. Nicht, komm, ja. Rein damit. Sehr gut, komm schon, gib Gas. Nicht trinken, während du noch kaust. Sonst wäre der Stern weg. Zeig uns den leeren Mund. Und auf die leere Hand, weil da darf nichts reingeguckt werden. Ja, scheint auf jeden Fall sehr gut zu schmecken. Gut. Beide weg! Okay, geschafft immerhin. Oh, wie Kalamar, Gigi. Stell dir vor, das ist von Bob Terence. Oh Mann, ey. Gigi hat einen Witz gemacht. Halloumi. Was ist das? Das ist die Durianfrucht oder auch Kotzfrucht genannt. Okay, wir nehmen das. Ja, da würde ich aber absolut die Frucht nehmen. Also die sah jetzt nicht unbedingt lecker aus, aber jetzt auch nicht so schlimm. Mit Soße aus Stinktofu und fermentierten Sojabohnen. Gigi, wir dürfen nicht nehmen. Was, wenn besser ihr müsst schmeckt euch jetzt Dinge? Entscheiden. Bitte, Gigi. Oder nicht. Damit ich guck, was besser ist. Boah, das ist wirklich, ich kann das gar nicht anschauen. Ich kann das nicht anschauen. Ich glaube, ich weiß, was übrig bleiben wird. Jeder ein Stück und auch ihr habt 60 Sekunden Zeit. Nee, das geht doch nicht. Gigi! Gigi, du musst so schnell machen! Gigi, mach! Das wird nicht zählen, oder? Das wird niemals zählen. Nee.
eigentlich wäre das ein schlauer Move, wenn die... Nee, okay, das ist doch kein schlauer Move. Ich wollte jetzt gerade sagen, hätten die vielleicht lieber das andere genommen, weil ich glaube, dass also das gerade so eine Frucht und so, auch wenn die scheinbar echt stinkt, aber die würde ich doch eher essen als das andere. Und theoretisch hätten die ja lieber das nehmen sollen und dann einfach ausspucken, dann wäre das wenigstens weg gewesen. Aber ich denke, da wird auch noch ähnlich Schlimmes nachkommen. You're losing when you're cutting. Genau, das war nichts. Aber ich habe ein Stück geschluckt. Toll für dich. Oh, komm, Lukas, nimm das jetzt mal hier. Nimm die Grillpeitsche. Das sind Gedärme insgesamt mit Penis, sind das mehrere? Ja, ich denke schon. Ja. Von mehreren toten Speinen, die hierfür gestorben sind. Tessa, könnte irgendwie der Eindruck entstehen, dass sie hier vielleicht so ein bisschen fehl am Platz ist? Ich weiß ja nicht. Boah. Das ist Schnutenschnitzel. Boah, das sind Leichenteile. Einfach Leichenteile von Schnitzel. Das ist aber auch ganz schlimm, ey. Das ist ganz schlimm. Sowas zu töten und sowas zu essen. Und meine Werte kennt ihr. Ich werde das nicht essen. Deswegen kriegen wir keine Sterne. Aber ist doch schon tot. Halt, ich habe eine Frage. Na, Lukas kann natürlich. Wenn ich beides esse, würde das auch für zwei Sterne gelten? Nein. Oh, guter Einsatz von ihm. Schade. Krass, ey, wirklich. Also, ja, mit Tessa. Ich würde es auch nicht essen wollen. Wie gesagt, ich verstehe auch so ihren Punkt, auch wenn ich jetzt selbst auch Fleisch esse, ne? Aber ich verstehe ihren Punkt so. Nur für so eine Show, ich weiß ja nicht, was. Also hat sie das vorher schon mal angeschaut? Weiß sie, worum es da geht? Weiß sie, was man da essen muss? Ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft, auch für die Zukunft. Zunge gerne. Zunge gerne. So vielen einfach Dank. Geht's. Ja, sehr gerne. Hier in einem Restaurant. Ich hätte hier gerne die Zunge. Ja. Vielen Dank. Gib mal einen Zungenkuss, Lukas. Die Kommentare von Cosimo. Jo, komm runter jetzt damit. Halbzeit, das schafft er. Boah, das wird irgendwie knapp, glaube ich. Oh, schade. 2-1, Schluss. Sorry, Leute, es war einfach zu viel. Nein, alles gut. Aber lass mir Zeit, ich esse alles, aber... Was ist das denn? Sackbällchen. Und zwar Bohnenhoden im Skrotum am Spieß hängend. Wisst ihr, das Ganze wäre ja irgendwie ganz witzig, wenn man das nicht essen müsste. Wir essen den Oh, der Penis hat eine Heimat okay. gefunden. Ich sag jetzt schon mal Respekt, wirklich. Landjägerwurst. 20 Sekunden sind rum. Yes! Oh, okay, es ist weg. Respekt, Respekt. Das heißt... Zwei Sterne. Okay. Marinierte Kotelett. Boah. Ey, das ist heftig, das ist schon heftig, was die da bekommen. Ja, nehmen wir. Dass ich mich da immer so geekelt habe dabei, das habe ich einfach nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das habe ich, glaube ich, verdrängt. Ey, das ist wirklich eine ganz miese Nummer hier. Aber das schaffen die, ich bin mir sicher. Jamila, komm. Komm, Jamila. Oder auch nicht. Tut mir leid. Nein. Lecker. Markus, ja. Okay, es ist unten. Das ist auf jeden Fall besser als bei uns im Altersheim. Bullenhoden im Skrotum am Spieß. Ich hab längere Haare wie mein Onkel. Ach ja, so. Okay. Gut, wissen wir da Bescheid. Cosimo, da bin ich gespannt. Aber die ziehen das durch. Die ziehen das durch. Also, liebe Jana, gehe ich recht in der Annahme, dass du es auch gar nicht probieren möchtest. Nee. Für dich ist es durch. Oh. Okay. Boah, das ist echt so schlimm anzuschauen. Oder ich übertreibe auch nicht. Das ist wirklich schlimm für mich. Cosimo, Loki, rein damit, rein damit. Rein damit. Boah, ist das hart. 17 Sekunden noch, das wird nichts. Komm rein jetzt. Ja, ich auch. Wollen wir in Verlängerung gehen? Ja.
So. Wir machen dem jetzt ein ja. Ende, weil so ein Ei hat ja auch seine Würde. Ja. Oh. So, Stecken zurück in den Sack. Ja, ab. Und damit sind wir durch mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war's mit der ersten Folge hier vom Dschungelcamp. Ich werde mal gucken, wie ich das weitermache. Also schreibt mir in die Kommentare, ob ihr erstens mal Bock drauf habt, zweitens mal der Stil von den Videos oder lieber der andere dabei. Ich habe gemerkt, auch so ist es irgendwie trotzdem schwierig, das ein bisschen kürzer zu halten. Wer bis hierhin durchgehalten hat, auf jeden Fall Respekt. Also vor allem das am Ende hier, das war wirklich schon nicht ohne. Ja, nicht ohne war das. Ansonsten sehen wir uns heute Abend wieder. Da geht's ganz entspannt weiter. Viel weniger eklig und zwar mit der neuen Folge von Are You The One? Bis dahin, Freunde, und ciao. Und lasst bitte ein Abo da.